Manches erduldet, Schlachten umher der Männer und schreckliche Bogen durchstrebend, dessen gedacht er im Geist und häufige Tränen vergoss er. Bald nun legt auf die Seiten er sich, bald auf den Rücken, bald auf das Antlitz hin, dann plötzlich empor sich erhebend, schweift er am Ufer des Meeres voller Bangigkeit. Jetzt erschien ihm Eos mit rötlichem das Meer und die Ufer bestrahlend. Schnell nachdem er ins Joch die Hurtigen Rosse gespannet, Hektor drauf zum Schleifen befestigt hinten am Sessel, zog er ihn dreimal ums Grab des Minutiaden Patroklos, ging dann zurück ins Gezelt und ruhte. Jenen verließ er dort, im Staube gestreckt auf sein Land. Aber Apollon schützte den schönen Leib vor Entstellungen, weil ihn des Mannes Jammer selbst in Tod und deckte ihn ganz mit der Ägis goldenem Schirm, das schleifend auch nicht er die Haut. Grausam seid ihr, o Götter, und eifrig! Hab euch den Hektor niemals Schenkel verbrannt, erlesene Rinde und Ziegen! Doch versagtet ihr jetzt so auch selbst den Toten Errettung! Dass ein Weib ihn sähe, das stammelnde Kind und die Mutter, Priamos auch sein Vater und Ilios Volk, diesen gleich dann jenen in Glut verbrennten mit festlichem Leichenbegängnis, aber den bösen Peleiden, ihr himmlischen, helft ihr so willig, dessen Herz nichts achtet der Billigkeit, noch die Gesinnung biegsam ist in der Brust, wie ein Bergleu, denkt er nur Wildheit, der von gewaltiger Kraft und trotzendem Mute gereizt, wild in der sterblichen Herd eindringt, sich einmal zu erhaschen, so ist erbarmungslos der Peleid. Auch selber die Scham nicht kennet ihr, welche den Menschen zum Heil ist oder zum Schaden. Sohn, wie lange vor Gram wehklagend und seufzend willst du das Herz dir verzehren des Tranks und der Speise vergessend, auch des Schlafs? Gut wäre es, ein blühendes Weib zu umarmen, denk ich lange fortan, mir wandelst du, sondern bereits dir nachgeht zur Seite der Tod und das grause Verhängnis auf und vernimm, was ich rede, ich bringe dir Worte Kronions, Zorn dir hin, die Götter gesandt. Doch vor allem er selber ist im Herzen entbrannt, dieweil du in tobendem Unsinn, Hektor, ungelöst bei den prangenden Schiffen zurückhältst. Aber wohlan, entlass ihn und nimm die Lösung
Leichnams. Aber Priamos hieß die Söhne in den rollenden Wagen rüsten, mit Mäuler gespannt. Den Korb auf den Wagen hinbinden. Selbst dann stieg er hinab in die lieblich duftende Kammer, hoch mit Zedern getäfelt, die viel Kleinode verwahrte, rief dann Hekabe her, sein edles Weib, und begann so. Armes Weib, mir nahte von Zeus olympische Botschaft, dass ich löse den Sohn, zu den Schiffen der Danaer wandelnd und mit gefälligen Gaben Achilleus Seele versöhne. Aber sage mir nun, wie deucht dir solches im Herzen, denn mir selber entflammt ein gewaltiger Eifer hinzugehen zu den Schiffen ins weite Heer der Achaier. Doch schluchzen erwiderte jene die Gattin. Wehe! Wohin doch entfloh der Verstand dir, der so gepriesen jemals war bei Menschen der Fremd und deines Gebietes? Welch ein Mut, so allein zu der Dana Schiffen zu wandeln, jenen Mann vor die Augen, der dir so viele und so tapfere Söhne erschuf. Fällst dir ein eisernes Herz in den Busen. Denn sobald er dich hält und dort erblickt mit den Augen jener Mann blutgierig und falsch, nie hege der Mitleid oder Erbarmen mit dir. Nun lass uns fern beweinen, sitzend in unserem Palast. So hat ihn das grause Verhängnis, als ich selbst ihn gebar, in den werdenden Faden gesponnen. Einst schnellfüßige Hunde zu sättigen, fern von den Eltern. Diesem schrecklichen Mann, den ich gern auf dem Busen die Leber roh verschlängen, einbeißen. Das wäre gerechte Vergeltung meines Sohns. Denn nicht der verworfene eine nach Schub er, sondern für Trojas Männer und tiefgedürtete Weiber stand der Held, nicht achtend der Flucht, noch des zarten Vermeidens. Ihr antwortete Priamos drauf, der göttliche Herrscher, halte dich nicht, ja, mehr zu gehen beschloss, noch werde du selber zum wehdrohenden Vogel im Hause mir. Nimmer gehorch ich. Es hätte seit anderer mir der Erdbewohner geboten, etwa ein Zeichen deute, ein Opfer, Prophet und ein Priester. Lug wohl nennten wir solches und wendeten uns mit Verachtung. Nun, denn ich hörte die Göttin ja selbst und schaut ihr ins Antlitz, geh ich. Und nicht umsonst sei die Rede mir. Droht denn das Schicksal mir den Tod? Noch bei den Schiffen der erzumschirmten Achaier. Wohl. Er ermorde mich gleich, der Wüterich. Halte ich nur meinen lieben Sohn in den Armen, das Herz mir mit Tränen gesättigt. Vater Zeus, ruhmwürdig und ehr, du Herrscher von Ida, lass mich doch bei Peleus Sohn Mitleid finden und Gnade, sende mir auch zum Zeichen den rasch geflügelten Vogel, welcher dir lieb vor allen an gewaltiger Stärke hervorragt, rechts einher, damit ich ihn selbst mit den Augen erkennend seiner getrost Schiffen der reisigen Danaer gehe. Also sprach er flehend. Ihn hörete Zeus Kronion. Schnell den Adler entsandte er,
die edelste Vorbedeutung, wohnend in Tal und Gesümpf, den rasch geflügelten Jäger, weit wie die Türe sich öffnet, der hochgewölbeten Kammer eines begüterten Mannes mit festem Schlosse, gefüget, also breitete jener die Fittiche, als er am Himmel rechts her über der Stadt anstürmete. Jene ihn erblickend freueten und allen durchglühte Wonne die Herzen. Zu den rüstigen Schiffen Achaias führe wieder mir, dass ihn keiner ersehe und keiner bemerke, rings in der Danaer Volk, bis Peleus Sohn er erreiche. Jener sprach's, ihm gehorchte der tätige Argos, Würge eilte sofort und unter die Füße sich band er die Sohlen, schön ambrosisch und golden, womit er über die Wasser und das unendliche Land hinfährt, wie im Hauche des Windes. Bis selbst zur gepriesenen Argos, sorgsam im rüstigen Schiffe. Und sorgsam zu Fuß mich geleiten. Keiner auch wird achtlos des Geleitenden wieder mich angehen. Umsonst. Sprössling des Ares dienten jenen Gesellen.
schon von der Mahlzeit, satt der Speise und des Trankes, und vor ihm stand noch die Tafel. Ein nun ging unbemerkt, Held Priamos, und ihm genaht stand er. Umschlang den Peleiden die Knie, und küsste ihm die Hände. Ach, die entsetzlichen Würge, wie viel der Söhne ihm gemahnt. Wie wenn ein Mann, belastet mit Blutschuld, der in der Heimat einen Bürger erschlug, zum anderen Volk sich rettet, in des begüterten Haus, und jeder erstaunt ihn betrachtet. Also staunte Achilleus, den göttlichen Priamos schaute. Auch die übrigen staunten und sahen einander ins Antlitz. Doch flehend begann der erhabene Priamos also. Deines Vaters gedenk, o göttergleicher Achilleus, sein, der bejagt ist wie ich, an der traurigen Schwelle des Alters. Vielleicht, dass jenen auch ringsum wohnende Völker drängen, und niemand ist ihm vor Jammers und Weh zu retten, aber doch, wann jeder von dir, dem Lebenden, höret, freut er sich in ihm Geiste und hofft von Tage zu Tage wiederzusehen, den trautesten Sohn, heimkehrend von Troja. Ich unglücklicher Mann. Die tapfersten Söhne erzeugen mich weit in Troja umher. Und nun ist keiner mehr übrig. 50 habe ich der Söhne. Als Argos Menge daherzog, ihre 19 wurden von einer Mutter geboren, und die anderen erzeugte ich mit Nebenfrauen im Palaste. Vielen davon zwar löste der Stürmen der Ares die Glieder, doch der mein Einziger war, der die Stadt und uns alle beschirmte. Diesen erschlugst du jüngst, da er kämpfte den Kampf für die Heimat. Hektor, für ihn nun komme ich herab zu den Schiffen Achaias, ihn zu erkaufen von dir und bringe unendliche Lösung. Scheue die Götter demnach, o Peleid, und erbarme dich meiner. Ich bin noch wert des Mitleids. Duld ich doch, was keiner der sterblichen Erdebewohner ach, zu küssen die Hand, die meine Kinder getötet. Thank you.
nach Schiffen zu wandeln. Jenen Mann vor die Augen, der dir so viele und so tapfere Söhne erschlug. Du trägst ja ein eisernes Herz in den Busen. Aber wohlan, nun setz auf den Sessel dich. Lass uns den Kummer jetzt in der Seele ein wenig beruhigen, herzlich betrübt zwar, denn wir schaffen ja nichts mit unserer starrenden Schwermut. Also bestimmten die Götter der elenden, sterblichen Schicksal, bang in Gram zu leben. Allein sie selber sind sorglos. Denn es stehen zwei Fässer gestellt an der Schwelle Kronions. Voll das eine mit Garben des Wehes. Das andere des Heiles. Wem nun vermischt austeilt der donnerfrohe Kronion, solcher trifft abwechselnd ein böses Los und ein gutes. Wem er allein des Wehens austeilt, den verstößt er in Schande. Und herznagende Not auf der heiligen Erde verfolgt ihn, dass nicht Göttern geehrt, noch Sterblichen, bang er umherirrt. Schaute und begann der mutige Renner Achilleus. Nicht mehr jetzt mich der Reize, du Kreis. Ich gedenke ja selber, Hektor, dir zu erlassen. Denn Zeus entsandte mir Botschaft, meine Gebärerin Thetis, erzeugt vom alternden Meergott. Auch erkenne ich im Geiste, O Priamos, ohne zu zweifeln, dass ein Gott dich geführt zu den hurtigen Schiffen Achaias. Denn nicht wagtest du, war ein Sterblicher, und wäre er auch Jüngling her, ins Lager zu kommen. Auch nie entschlich er den Wächtern, noch öffnete er leicht die Riegel unserer Tore. Drum lass ab noch mehr, mein bekümmertes Herz zu erregen, denn sonst möchte ich, o Greis, auch dein nicht schonen im Zelte. Wie demütig du fliehst und Zeus' Gebote verletzen! Jener sprach's, bang hörte es der Greis, und gehorchte der Rede. Aber Achilleus sprang wie ein Löwe aus der Pforte der Wohnung. Nicht er allein, ihm folgten zugleich zehn wackere Genossen, Held Automedon, dort und Alkinos, welche vor allem ehrete Peleus so nach dem abgeschiedenen Patroklos, und sie entlösten dem Joch die Rosse zugleich und die Mäuler, dann herein auch führend des Königes tönenden Herold, setzten sie ihn auf den Sessel und drauf von dem zierlichen Wagen huben sie Hektors Lösegeschenk, unendliches Wertes. Zween nur ließ man, der Mäntel
einen köstlichen Leibrock, damit ihr die Leiche in Gewande gehüllt dargeht zur Heimfahrt. Thank you.